Die Lampe leuchtete rot. Hier fehlte offenbar eine Art Karte. Die Karte hatte mehr Löcher als Lillys Socken. Die Mäuse hier waren offenbar verzweifelt. Wer hatte Angst vom schwarzen Mann? Richtig, Lilly war es nicht. Hey, das ist mein Kamin. Du hast hier nichts verloren. Es sei denn, du willst Geschenke bringen oder den Schornstein fegen. Nicht, dass mich der Ruß stören würde. Das war der alte Herr Mantel. Der neue Herr Mantel genießt den Schmutz. Ah, Schmutz. Siehst du? Für dich immer noch Herr Mantel. Und falls du dich fragst, was ein Kleidungsstück wie ich in einem Kamin zu suchen hat, ich ruße, jawohl. Früher habe ich pingelig darauf geachtet, nicht schmutzig zu werden. Doch dann kam diese impertinente Person und wagte es, mich zu bekleckern. Die Flecken sind nie wieder rausgegangen. Meine Kleidung ist schwarz und speckig, meine Socken sind nicht gebügelt und ich habe sogar Flöhe. Karin und Bertram, ich würde sie dir ja vorstellen, aber sie schlafen gerade. Dann wohne ich eben in einem rußigen Kaminschacht. Na und? Früher habe ich pingelig darauf geachtet, nicht schmutzig zu werden. Jetzt ist mir alles egal. Du sprichst jetzt mit dem dunklen Herrenmantel, der seine Gummibären ohne Serviette isst. Ich weiß selber, dass es hier dreckig ist. Na und? Ich liebe die Spinnweben, den Staub und diese gammelige Substanz da in der Ecke. Ich habe sie gerade erst gekämmt. Ich würde hier nicht einmal Staub wischen, wenn du mir den Wedel direkt in die Hand drücktest. Du hast doch keinen Staubwedel, oder? Stopp! Ich will es gar nicht wissen. Zum letzten Mal, ich brauche keinen Staubwedel. Der neue Herr Mantel genießt den Schmutz. Und die Spinnenweben habe ich auch gerade erst gestern abgestaubt. Du brauchst nicht so zu nuscheln. Seit Dr. Marcells Unfall können wir hier so viel Lärm machen, wie wir wollen. Er interessiert sich nicht mehr die Bohne dafür, was hier in der Anstalt vor sich geht. Seine ganze Aufmerksamkeit gilt seiner Suche nach dieser Edna. Du erinnerst mich irgendwie an eine Patientin, die wir mal hier hatten. Sie war ein bisschen größer als du. Und ich glaube, mich an zwei rote Hörner und einen Schwanz zu erinnern. Motten umschwirrten das matte Licht der Lampe. Sie waren offenbar auf Nahrungssuche. Lilly hatte noch nie so einen traurigen Mann im Bienenkostüm gesehen. Aber sie kam ja auch nicht weit rum. Es war hoffnungslos. Der Mann im Bienenkostüm konnte Lilly von hier aus nicht hören. Da lag eine Scheibe Schweizer Käse. Im Kloster gab es nie Käse, meistens nur Löcher.
Ein Stuhlbein diente hier als Riegel. Garantiert steckte eine interessante Geschichte dahinter, die Lilly nie erfahren würde. Lilly hatte das Stuhlbein versehentlich abgebrochen. Nun war es spitz wie ein Messer. Hoffentlich hatte der lustige Hase nichts gesehen. Aber Lilly, was tust du denn da? Weißt du denn nicht mehr? Du sollst keine spitzen Gegenstände benutzen. Also lass schön die Finger davon, ja? Bis später. Lilly hatte im Kloster häufig Staub wischen müssen. Und manchmal hatte sie auch heimlich davon genascht. Ob es in dieser Gegend noch andere ungarische Pizzalieferanten gab? Gelbe Bananen. Rote Tomaten. Blaue Blaubeeren. Grüner Brokkoli. Da hatte jemand seine Kreditkarte in der Manteltasche vergessen. Ein gewisser... Hey! Das war Dr. Marcells Kreditkarte. Was sagte man dazu? Was hast du da? Einen Staubwedel? Nicht, dass ich einen Staubwedel haben wollen würde. Oh nein, egal wie hübsch sie aussehen. Was ja nicht heißt, dass man ihn nicht mal kurz halten könnte. Nur für einen kleinen Augenblick. Das wäre ja vollkommen ungefährlich. Meinst du nicht auch? Jetzt gib ihn schon her! Ah, was für eine Erleichterung. Und schau mal, ich habe sogar mein altes Ersatzlaken wieder gefunden. Hier, nimm es ruhig. Du hast es dir verdient. Das Laken war makellos weiß. Herr Mantel strahlte wieder. Danke, ich hoffe nur, ich hoffe nur, der Kaminkehrer kommt bald. Ich bekomme nämlich langsam Hunger. Willkommen bei Spermys Pizza Service. Sie sprechen mit Poki. Was kann ich für Sie tun? Anstaltsberg 1, ist das richtig? Ich nehme an, wir sollen Sie wie immer unter dem Gitter durchschieben. Was soll denn drauf auf die Pizza? Hallo? Hallo? Ihre Bestellung bitte? Also einmal ohne alles. Machen wir fertig. Es dauert eine halbe bis dreiviertel Minute. Schönen Tag noch. Einmal Spermys Pizza Margarita. Einmal Spermys Pizza Margarita. Was machte denn der lustige Hase hier? Was machte denn der lustige Hase hier? Er schien Lilly noch nicht bemerkt zu haben. Überrascht, mich wiederzusehen. Ja, zappel ruhig. Noch einmal wirst du mir nicht entkommen. Und jetzt halt still, bis ich mir überlegt habe, was ich mit dir anstelle.
Lilly zog das als Option in Betracht, tat aber stattdessen Folgendes. Lilly konnte die Augen des Phantoms nicht sehen. Sie ging einfach mal davon aus, dass sie böse funkelten. Gut so. Schön stillhalten. Du sollst Erwachsenen nicht widersprechen. Du sollst keine spitzen Gegenstände benutzen. Du sollst nicht lügen. Du sollst nicht mit Feuer spielen. Du sollst keine spitzen Gegenstände benutzen. Du sollst keinen Alkohol anrühren. Du sollst dich nicht an gefährlichen Orten herumtreiben. Du sollst nicht die Kontrolle verlieren. Und niemals sollst du tun und lassen, was du willst. Du sollst Erwachsenen nicht widersprechen. Lilly fand es etwas klischeehaft, aber was wollte sie groß dagegen unternehmen? Einen bösen Brief an René und Poki schreiben? Lilly wollte nicht gierig erscheinen. Eine Feder würde reichen, wie beim Weihnachtsessen im Kloster. Lilly hatte den Eindruck, dass diese Dämonen immer größer und gefährlicher wurden. Na, du bist aber mutig, dass du dich so nah an mich rantraust. Siehst du nicht meine Zähne, meine Stacheln und meine scharfen Klauen? Hat man dir etwa nicht beigebracht, dich von spitzen Gegenständen fernzuhalten? Das wäre ja ein tragisches Versäumnis. Halte dich lieber von meinen Stacheln fern. Ein braves Kind wie du sollte nicht mit spitzen Gegenständen spielen. Ja, lauf ruhig weg. Nächstes Mal erwische ich dich. Was ist los, tapfere Kriegerin? Bist du etwa zu schwach? Lass das. Lass das. Dieser Schmerz! Du verflixte Göre! Schau doch, was du angerichtet hast! Jetzt steh da nicht so rum! Tu etwas! So, hilf mir doch! Oh, danke! Das war knapp. Auch dieser Dämon hatte sich also geirrt. In manchen Situationen war es wohl doch notwendig, mit spitzen Gegenständen zu hantieren. Siegreich trat Lilly ihren Rückweg in die Realität an. Verflucht seist du, unartiges Gör! Verflucht!
Lilly rang nach Luft. Der Griff des Phantoms hatte ihr die Kehle zugeschnürt. Unartig, hatte es gesagt.